In diesem Trinkabenteuer stelle ich dir einen fantastischen Gin-Drink vor, zeig zwei Varianten, wie man ihn mixen kann und stelle dabei zwei extrem gute deutsche Gins vor. Und wenn du bis zum Schluss durchhältst, erfährst du, wie du mit einem guten Rabatt an diese beiden tollen Flaschen kommen kannst. Also, der Gimlet ist ein großer Gin-Klassiker und eigentlich ist er ziemlich einfach zu machen. Aber es gibt, wie oft bei vielen Drinks, so zwei unterschiedliche Glaubensrichtungen, wie man ihn trinken oder nein, wie man ihn mixen könnte. Und wenn ich ehrlich bin, gibt es sogar drei. Also vielleicht habe ich gelogen, vielleicht stelle ich drei Varianten vor. Denn eigentlich sind es so drei große Richtungen, wie man Gimlet trinkt. Wir machen drei. Gut. Gimlet ist eigentlich ein sehr einfaches Getränk. Gimlet heißt übersetzt der Frittbohrer. Das ist ein Holzwerkzeug, mit dem man so kleine Löcher in große Holzplanken bohren kann. Und das gehörte sozusagen in die Ausstattung des Schiffszimmerers. Das war auf jedem guten Segelschiff. Und der Gimlet hat eine Geschichte, also eine Geschichte, die geht zurück, wenn man den Quellen glauben darf, an die britische Navy. Dort wurden sozusagen die Mannschaftsgrade haben Rum bekommen und Grog wurde da berühmt und nachher auch andere Drinks. Und die Offiziersgrade und sozusagen der Kapitän und die Offiziere haben Gin getrunken. Und bei der Schifffahrt ging es um eine Sache irgendwann. Man hat festgestellt, Skorbut ist nicht so gesund. Man kriegt Skorbut, wenn durch Vitamin C-Mangel, also durch Zitrusfrüchte, die fehlen in der Ernährung, wenn man lange auf Schiffen ist. Und dann hat man irgendwann entdeckt, wenn wir Zitrusfrüchte mitnehmen, dann kriegen wir kein Skorbut. Und was macht natürlich jeder professionelle Trinker und wahrscheinlich auch jeder Segler? Und also wenn er eine Medizin nehmen muss, ist es ja vielleicht angenehmer, das mit Alkohol zu machen. Und das ist eigentlich schon sozusagen die Geburtsstunde des Gimlets, denn die Offiziere hatten Gin und sie haben den sich erlaubt mit Limetten und dann vielleicht einer Spur Zucker, so dass man seine tägliche oder wann auch immer wöchentliche kleine Ration Zitrusfrucht nimmt, aber natürlich mit einer gehörigen Portion Gin. Das ist die Geschichte des Gimlets. Und er ist sehr einfach zuzubereiten, aber er unterscheidet sich, finde ich, meine Interpretation vom Gin Sour. Denn ein Gin Sour, also eigentlich wären es ja die gleichen Zutaten, Gin, Zitrusfrucht und Zucker, ist eigentlich auch ein Sour, aber es geht um die Verhältnismäßigkeiten. Ein Gimlet ist in meiner Welt klassisch, wir kommen gleich noch zu Variante 3, aber erstmal stark auf der Gin-Seite. Und man kann ihn ganz angenehm verändern mit etwas Limette und etwas Zucker, aber nicht so viel, meiner Meinung nach, wie beim Gin Sour. Die erste Variante, die ich euch zeigen möchte, wäre sozusagen im Rührglas. Ist auch ein klassisch gerührter Drink. Und das möchte ich euch zeigen mit Mo Gin. Mo Organic Gin aus der Dwersteg-Distillerie hier bei Münster hergestellt. Mo Gin ist eine Hommage an die Destillateurin Monika, die ich schon lange und sehr gut kenne und sehr schätze. Und tatsächlich ist der Gimlet, und ich glaube, es hat was mit einem Besuch im Le Lion zu tun, da muss ich jetzt sogar ein bisschen lügen. Ich glaube ja, ist so ihr, also heute würde man sagen Signature Drink, aber es ist ihr Lieblingsdrink, denn sie mag einfach gerne diese Version mit ihrem Gin und ich kann ihr da nur sehr zustimmen. Dieser Gin ist einerseits kräftiger Wacholderton oder auf jeden Fall ist der Wacholder gut zu, also er schmeckt schon klassisch nach Gin, aber er hat auch schöne Blüten und so Zitrustöne. Was hier auffällt, ist ein Lavendelton und Orange, was mir sehr gut gefällt. Und das passt halt auch extrem gut zu diesem bisschen Zitrusspiel, wenn man nicht zu viel hinzugibt. Viel Eis ins Rührglas. Ich weiß, 7 cl sind Liebe, aber ich mache jetzt mal 6. Verrat an der Sache, würde ich sagen, oder? Nee, nehmen mal 6. Und jetzt ist die Frage, wie gesagt, bei einem Sour würden wir so 3 cl, 2,5 cl Zitrussaft dazugeben. Aber, das wollen wir nicht, ich könnte jetzt einfach so Limettenachtel da reindrücken, 2, 3. Oder ich nehme vielleicht eine halbe Limette. Das sind dann so 1,5 cl. Das ist schon fast ein bisschen viel, aber ist okay. Also, ja, das war jetzt eher so ein cl bis 1,5. Das finde ich gut. So, und dann, Entschuldigung, trockene Luft hier in der Lagerhalle. Ein Hauch weniger Zucker, sprich 1,5 cl Limettensaft und dann so gut 1 cl flüssiger Rohrzucker. Ich habe jetzt einen Hauch weniger genommen, weil es nicht ganz 1,5 cl waren. Ich bin großer Freund von flüssigem Rohrzucker, weil das kann man gut messen, aber man kann natürlich auch einfach normalen Zucker nehmen. Also es geht darum, eine schöne Sweet and Sour Balance herzustellen. Das heißt, das Getränk sollte nicht einfach nur frisch sein, sondern eine so schöne Balance aus Süße, Säure und natürlich viel Gin. Das ist gut in diesem Fall. So, jetzt müssen wir das Ganze umrühren.
bin ja immer wieder stolz hier in meiner Lagerhalle, wenn ich altes Barwerkzeug finde. Das ist so ein richtig alter Barlöffel, wer den noch findet. Und wer mal in den Ende der 80er angefangen hat, Bar zu tenden, das waren die Löffel, die man so gekriegt hat. Also man hat sich mal gefragt, was soll das Gedrehte hier? Mittlerweile wissen wir es. Aber dieser rote, also wer den noch findet, mittlerweile bin ich wieder ein bisschen stolz drauf, dass ich diesen Löffel noch habe. Das ist sozusagen aus der Gründerzeit. Schön kalt rühren. So. Finde ich so geil mit Mojin. Es ist so geil, weil dieses bisschen an Limette und Zucker nicht zu viel, plötzlich kommt wirklich die Lavendel-Orange, die kommen so rausgekrochen und sagen so, piep, piep, piep. Es ist so genial. Jetzt nehmen wir hier mal so ein Gläschen. Man kann das Ganze natürlich auch auf Eis genießen. Man kann das Ganze auch shaken, ist auch gut. Es wird einfach ein bisschen kälter, es gibt ein bisschen mehr Verwässerung. Alles in Ordnung. Ich mag es so. So. Das ist so ein bisschen, ich finde so Mo Gimlet hört sich auch so ein bisschen so wie ein alter Soul-Song oder so an. Mo. Gimlet finde ich immer schön, also man kann jetzt eine Limettenzeste drauf geben, man kann so ein bisschen, man könnte jetzt auch noch hier die Wedge an den Rand geben, dann kann man auch nochmal nachgeben, die Säure. Ich trinke jetzt mal so, ich finde es ganz gelungen. Killer. Extrem mild. Trotz des vielen Alkohols. Nein, wirklich. Ganz toll, die Orange kommt raus. Der Lavendel so ganz fein drauf. Kann ich Monika nur zustimmen? Das ist echt, das ist geil. Wenn man das auf den Punkt trifft, das kommt raus. So, jetzt. Also wie gesagt, das ist eine vielleicht moderne Variante. Also, nochmal kurz zur Geschichte. Mayas Geschichtsunterricht. Der Drink kommt aus der Seefahrt, also britische Navy, Gin, man hat angefangen Limetten zu nehmen, etwas da reingeben war ja selten und teuer, vielleicht ein bisschen Zucker dazu, ab und zu mal so ein Drink in der Offiziersmesse und hallo, es gab kein Skorbut, zumindest bei den Offizieren anscheinend, daher kommt der Gimlet. Aber dann ist relativ schnell etwas passiert in der britischen Seefahrt, da gibt es lustige Geschichten zu, und zwar hat ein gewisser Dr. Roses, der alte Halunke, hat sozusagen etwas gefunden, wie man Limettensaft konserviert und hat in Anführungsstrichen einen der ersten, heute nennt man diese Gattung Cordials gemacht. Also er hat Limettensaft eingekocht, etwas Zucker, Gewürze und hat das haltbar gemacht. Und damit konnte man auf den Schiffen auch natürlich, man musste nicht mehr sicher sein, dass man irgendwo in der Karibik mal anlandet und Limetten findet. Nein, man konnte jetzt Roses Lime Juice trinken. Heute ist das so eine Glaubensfrage, ob man noch ein Rose, also Roses ist für mich ein bisschen der Inbegriff, so ähnlich wie englische Küche, das ist Love It oder Hate It, das ist ein sehr eigener Geschmack und mittlerweile ist es auch tatsächlich ein Massenprodukt. Andererseits ist es ein Klassiker und ich finde, tatsächlich kann man damit noch geile Gimlets machen, in zwei Varianten, die ja noch kommen. Und why not? Also, ich will damit sagen, man kann, wenn man sich berufen fühlt, man kann, da kommen wir vielleicht mal zu, eigene Cordials machen mit Limetten, das selber herstellen, alles ganz toll, man, ne, Bio-Limetten, alles hochwertig, wunderbar. Man kann auch mittlerweile tolle Cordials kaufen, aber vielleicht zum Einstieg, um zu wissen, wie es geht, ein Roses Lime Juice einfach mal kaufen, weil es kostet wirklich wenig Geld. Und dann hat man was zu Hause, womit man sich immer schnell Gimlets machen kann. Limetten sind ja auch mittlerweile kein Problem mehr. Außerdem ist diese frische Variante sehr lecker. Und das Lustige an der Sache ist, dass als ich mit dem Bartending angefangen habe in den 90er Jahren, da war wirklich Gimlet absolut immer mit Roses Lime Juice. Diese alte Variante, dass es davor eigentlich mit frischem Limettensaft und etwas Zucker gemacht wurde, ähnlich wie ein Tea Punch. Viel Gin, etwas frischer Limettensaft, etwas Rohrzucker. Das war in Vergessenheit geraten. Das ist dann wieder ausgegraben worden und ist jetzt eigentlich wieder die coole Variante. Also das ist der Shit. Roses Lime Juice oder die Cordial-Version wird so ein bisschen belächelt manchmal. Zu Unrecht, hat auch sein Standing, wie ich meine. Und wie gesagt, zu meiner Zeit gab es eigentlich nur Gimlets mit Roses Lime Juice. Und
Das bedeutet andererseits auch, weil das ist der zweite extrem gute Gin, den ich vorstellen möchte, Woodland Gin, kommt aus dem Sauerland und ist in einer Navy Strength, ich kann es nicht so gut aussprechen, also in einer, das ist bei Gin, das findet man oft, also Plymouth Gin hatte das mal früher, da gibt es glaube ich immer noch, es gibt ein paar Navy Strength Gin Sorten. Und diese Navy Strength bedeutet, dass er, damit konnte man so, der hat früher in Anführungsstrichen, wenn man Feuer dran hat, hätte er gebrannt. Also man konnte, ich glaube, es war mal der Proof war, dass man gesagt hat, kann man damit die Kanonen trocken brennen oder sowas. Auf jeden Fall hat er 57,2 Volumenprozent, dieser Kollege. Das ist also ein richtig kerniger Gin. Und wenn man ein bisschen in die Navy-Geschichte zurückgeht, deswegen heißt es ja auch Navy Strength, also die Stärke der Navy. Wenn man ehrlich ist, müsste ein Gimlet wahrscheinlich mit einer Navy Strength, also wenn man jetzt so klassisch sein möchte, oder man sollte es mal versuchen. Ich finde tatsächlich diese frische Variante mit Mojin eine 1 plus mit Sternchen. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen Platz machen. Aber jetzt kommen wir mal zum Kanonenboot, zu dem richtigen Hammer. Richtig kräftiger Gin und Roses Lime Juice. Und jetzt gibt es so zwei Varianten. Deswegen sind es jetzt ja doch drei geworden. Ich nehme mal wieder ein Rührglas. Und vielleicht Eis wäre nicht schlecht. Diese Variante bedeutet sehr viel, sehr kräftigen Gin. Wieder so, also 7 Zähl ist hier echt zu viel. 5, nein, wir machen 6. 6, okay. Klack, 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 so. 6cl, sehr kräftiger Gin. Und es gibt so eine Variante, es ist so ein bisschen, finde ich, so habe ich das kennengelernt, UKBG, United Kingdoms Bartenders Guild, so alte Bücher aus den 60ern und so. Da ist es ein bisschen wie ein Martini, also ein alter Dry Martini. Früher hatte Dry Martini, war nicht so trocken, da waren es drei Teile Gin und ein Teil Wermut. Und für mich war das immer gedanklich so eine Art Roses Lime Juice Martini, wenn man diese ganz kräftige, klassische Variante macht. Das heißt, ich habe jetzt 6cl Gin. Ich würde jetzt wirklich nur 2cl Roses Lime Juice hinzugeben. Das ist wirklich kräftig. So. Und so ein Spritzerchen frischer Limettensaft. Nicht viel, aber ein bisschen, so habe ich es gelernt. Ist vielleicht sozusagen der Cocktail bitter dieses sehr gewagten Martinis. Mein roter Punktlöffel. Also, ist ein bisschen Martini-Style. Übrigens, Etikett zum Gast, ne? Jetzt habe ich schon oben angefasst, aber normal, also was man früher auch mal gelernt hat, wenn das so kleine Gläser sind wie dieses, das ist ja ein Boston-Glas einfach, kann man aber auch gut einen Drink drin machen. Ist schlecht für zwei, aber einer geht hervorragend. Wenn man sozusagen bei den Löffeln dann die andere Seite nimmt, mache ich jetzt nicht, weil ich da angefasst habe, kann man extrem schnell rühren, wenn man wenig Platz hat. Machen wir hier so weiter. Und jetzt haben wir ein Hallo Woodland. Was ich an Woodland Gin so toll finde, also deutscher Gin, und die haben so ein bisschen schräge Botanicals. Brennnessel, ich weiß nicht, ob es Wurzel ist oder Brennnessel. Sauerampfer, glaube ich. Also das ist ein sehr schräger Botanical mit und ich finde ein sehr geiler Gin. Und tatsächlich gibt es schon länger bei uns im Shop, weil ich diese Navy Strength Variante, das gibt es extrem selten bei deutschen Gin. Warum eigentlich? Gut so, aber die können es. Das ist richtig, also da kann man auch, und da kommen wir gleich zu Drink Nummer 3, da kann man auch wirklich kräftige Drinks mitmachen, wobei das ist jetzt auch schon kräftig. Sehr gelungener Gin. So, jetzt trinken wir den mal. Sozusagen der kleine Gimlet-Teeny, also es ist ein Gimlet, aber man kann jetzt, wie gesagt, nochmal Zästchen oder Tröpfchen oder so, ich bin jetzt fein damit. Tschüss. Leider geil. Komplett unterschiedliche Welt. Erkennt man ja auch ein bisschen in der Farbe. Frisch, Cordial, Schlag ins Gesicht. Aber nicht unangenehm. Tatsächlich könnte man das auch auf Eis genießen. Bietet sich hier fast an, bei diesem hohen Alkoholgehalt, wird ein bisschen entspannter, kann man länger, ne, drink responsible, kann man ein bisschen länger dran genießen, einer reicht dann ja vielleicht auch. Und
Damit wären wir dann bei Variante Nummer 3. Denn dieser Drink gimlet gerade zu meiner Zeit, also als ich angefangen habe mit dem Bartending in den 80er Jahren, da es gab einen berühmten Kriminalroman von Philip Marlowe, nee, von Raymond Chandler, und der Protagonist hieß Philip Marlowe, so war es, glaube ich. Und der erzählt in diesem Buch, einmal geht er mit seinem Freund in einer Bar Gimlets trinken und sie besaufen sich, der Freund wird dann nachher umgebracht, aber der Barkeeper zugehört und macht ihm dann auch immer wieder den Gimlet, wie er ihn beschrieben hat, und er sagt einfach, Alter, Gimlet ist so geil, schönes Glas mit Eis, Hälfte Roses Lime Juice, Hälfte, ich weiß gar nicht, welchen Gin er quotet, Gordons, aber früher hatte das ja auch mehr, ich weiß ja, also irgendein Klassiker. Und also eigentlich finde ich Hälfte, Hälfte, Gin und Roses Lime Juice, aber er sagt auch in einem großen Glas auf Eis und das schmeckt tatsächlich sehr gut. Und es gibt eine tolle Geschichte, also ich weiß gar nicht, aber ich fand sie sehr toll. Und zwar früher in der Bahn, in der ich gearbeitet habe, das Atlas Restaurant, da kam Finsbury auf den Markt und der war fast so wie der, es gab Finsbury Gin, aber es gab plötzlich mal eine 60% Variante. Die war auch extrem gut. Die ist gut. Und ich weiß noch, das haben wir am Anfang gar nicht gemerkt, das war, glaube ich, so, das war Fehllieferung oder so, weil wir wussten, der war offiziell noch gar nicht im deutschen Markt. Plötzlich hatten wir 12 Flaschen 60%igen Gin, also fast so wie dieser. Und dann haben wir immer in dieser Bar, wir hatten Stammgäste von gegenüber, dann gab es immer, die kamen, glaube ich, immer donnerstags, so Afterwork, und haben immer kleine Gimlets. Die haben immer so ein auf zwei kleine Shotgläser aufgeteilt und dann auf Eis getrunken. Und die haben dann immer Türme damit gebaut. Und dann gab es den mal mit 60%igem Gin. Das waren dann die sogenannten Gimlet-Sprinter. Und das waren lustige Donnerstage Afterwork. Aber was ich jetzt zeigen möchte, das ist wirklich jetzt Kategorie Lazy Home Bartending. Ein Glas, ein paar mehr Eiswürfel, das waren zu viele, das ist hier alles noch nicht perfekt. So, wir haben einen Tumbler mit Eis und jetzt Kategorie Lazy Home Bartending, kräftiger Gin Drink, kräftiger Gimlet und man könnte sagen Marlowe-Style, Philip Marlowe war der Protagonist, der ihn beschrieben hat in dem Roman, ich habe das mal Marlowe-Style genannt, steht manchmal auch so auf Barkarten. Ein bisschen frischer Limettensaft hier von der Wedge. Da muss man sich wahrscheinlich die Finger so ablenken. Weil hier kein Tuch habe. Extrem sauer. Damit kriegt man auch keinen Skorbut mehr. Dann tatsächlich finde ich, Hälfte, Hälfte ist ein Schlag ins Gesicht. Da muss man wahrscheinlich in England aufgewachsen sein oder irgendwie eine, weiß ich nicht, man muss einen Fetisch haben oder irgendwas Schräges muss mit seinem Geschmackssinn passiert sein. Hälfte, Hälfte ist mir mittlerweile einfach zu viel Roses. Aber ich mache mal so 6-4, 6-5, also ein bisschen mehr Gin, ne? So. Was daran so lazy ist, man erahnt es natürlich schon, wäre jetzt irgendwie, man kann das mit dem Finger, habe ich noch einen anderen Löffel? Hier ist, ach, guck mal, ich habe noch einen anderen. Ich nehme jetzt mal die andere Seite, dünnes Glas, dann kann man besser rühren. Könnte auch den Finger nehmen, mache ich natürlich nicht. So. Das waren so die 90er Jahre Gimlets, wie wir sie viel gemacht haben. Man kann das auch im Rührglas machen und dann auf frisches Eis im Tumbler. Wäre jetzt qualitativ vielleicht noch ein Hauch besser. Man kann aber auch einfach sagen, egal, bin für mich alleine. Ich mache da noch ein bisschen Eis drauf. Nehme hier so eine frische Wedge für die Optik. Habe ja schon ein bisschen was reingequetscht. So, und dann haben wir hier den Philip Marlowe Gimlet. Das ist auch sehr lecker. Cheers. Also jetzt wieder mit Woodland. Oha. Das ist richtig lecker. Tut mir leid, mein kleiner Freund. Das ist fast ein bisschen geiler. Das ist richtig gut. Also ich befürchte, dass wir die Philip Marlowe Version mit Woodland Navy Strength auch Sprinter nennen dürften. Also wirklich Drink Responsible. Also einer ist, also das hat durchaus Charakter. Lecker. Guck mal. Wenn man großartigen deutschen Gin, der richtig hier mit Schmacks reinkommt,
mit preiswerten Supermarktprodukten kreuzt, kann das durchaus extrem leckere Getränke geben. Das ist sehr freudig. So, genug geredet, genug gegimnettet. Ich wünsche viel Vergnügen an den heimischen Tresen, Tischen, Lagerhallen, was immer da ist. Macht was draus, trinkt was Gutes. Wir müssen über das Wichtige reden. Diese beiden großartigen Gin-Sorten gibt es bei trinkabenteuer.de, www.trinkabenteuer.de. Und ich würde sie jetzt jeweils aktionieren, das erkennt man dann im Shop, dann kann man auf die, dann steht da so ein kleiner, ist es durchgestrichen, also einfach der normale Artikel. Ich mache sie jetzt beide um 5 Euro billiger und zwar bis zum, was haben wir denn jetzt? Bis zum 1. November 2021 oder solange der Vorrat reicht. Aber wir haben ganz gut Stock hier, also sollte klappen. Eine absolute Trinkempfehlung. Mojin hat Wacholder. Aber dennoch ganz toll, sobald ein bisschen Zitrus dazukommt. Gibt auch andere Dings, wo der großartig funktioniert. Wie heißt der denn nochmal? Mit Lavendel. Fällt mir gleich wieder ein. Egal, sonst nächstes Mal. Machen wir anders mal. Auf jeden Fall gibt es ein paar ganz großartige Drinks für Modrin im Gin Tonic. Eine 1, weil er hat diesen Wacholderton, aber der Lavendel und Orange großartig. Und dann einer der wenigen deutschen Navy Strength. Beides tolle handwerkliche Produkte. Hier richtig nochmal mit Schmackes. Jetzt bei www.trinkabenteuer.de einfach mal reinschauen. Ich freue mich. Viel Spaß beim Gin trinken. Bis zum nächsten Video. Wir trinken ja heiter weiter. Ciao, Kakao. Tschüss.